Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen beim Filmtalk NRW. Wir sind heute in einer neuen Location und zwar im Ratinger Hof. Die Kulturbanausen sind jetzt hier, haben das Ganze übernommen und haben wir gedacht, das passt super zusammen. Deswegen sind wir hier und wahrscheinlich auch öfter. Ja, heute habe ich einen ganz tollen Gast hier. Es geht um verschiedenste Themen. Wir haben also einiges aufgegriffen, auch was Rassismus und ähnliche Sachen. Also da wird einiges thematisiert werden. Deswegen haben wir heute hier den Timko Conté. Herzlich willkommen, Timko. Hi. Er ist so der, was würde ich sagen, ein Multitalent eigentlich, vor und hinter der Kamera so ein bisschen. Aber das soll er uns doch gerne selbst erzählen. Weil ich habe gesehen, was habe ich von dir so alles gesehen? Als Schauspieler, du schreibst, du machst Regie. Was machst du noch? So ziemlich das. Produziere meine Kurzfilme. Und genau, letztens habe ich ein Musikvideo gemacht. Und ja, also ich versuche mich auf Schauspiel zu konzentrieren eigentlich, aber das ist teilweise so Mittel zum Zweck, wenn ich eine spezifische Rolle spielen will, dann übernehme ich halt die Regie. Okay, das heißt also im Grunde bist du noch so weit, dass du dir deine Rollen selbst noch auf den Leib schreibst. Ja. So. Und außer jetzt letztens mit dem Musikvideo, da habe ich einfach jemanden ein Musikvideo produziert für einen Künstler. Okay, oder hast du nicht mitgespielt? Nein, da war ich ausschließlich hinter der Kamera. Okay, das heißt, du hast produziert, hast du denn dann auch Regie gemacht im Grunde? Ja, Regie, Drehbuch, alles drum und dran. Also ein komplettes Paket, ja, okay. Ja. Aber wo möchtest du denn hin, wenn du sagst, du machst eigentlich alles? Was ist denn so dein Ziel? Wo würdest du sagen, da siehst du dich, ist es vor der Kamera oder hinter der Kamera? Mehr vor der Kamera. Doch, definitiv. Doch auch, okay. Ja, ja. Das heißt also im Grunde, du hast du eine Ausbildung gemacht? Nee, Quereinsteiger. Quereinsteiger, ja. Und ja, genau. Und habe mich halt entschieden, hey, ich will Schauspielern. Und da wurde dieses Regie und Drehbuchschreiben habe ich immer so als Hobby gemacht und mich viel mit Dramaturgie beschäftigt. Mhm. Deswegen war das nicht so schwer zu adaptieren. Aber genau. Aber es war halt, dann wurde Mittel zum Zweck, dass ich Regie mache. Da sind halt keine Leute, die, ja, cool, ich schmeiße Geld auf dich drauf. Mhm. Ich mache für dich die Regie. Deswegen habe ich es dann halt selber gemacht. Okay. Was natürlich, ich habe ja auch, ich hatte das öfter schon mal im Filmtalk erzählt, dass ich halt ganz am Anfang auch, wenn ich Regie gemacht habe, auch mitgespielt habe, was ich halt dann doch als schwierig empfand. Ja. Ne? Weil im Grunde, du kannst ja nicht beides hundertprozentig machen. Weil wenn du selbst Regie machst, aber auch spielst, da ist ja in dem Moment keiner da, der auf dich als Schauspieler achtet. Ne? Ja, genau. Das heißt also, wenn du wirklich vorankommen willst, dann brauchst du schon Leute, die Regie machen, dass du bei denen halt im Grunde vor der Kamera spielen kannst auch. Ne? Ja, es würde helfen. Das auf jeden Fall, klar. Was hast du gelernt? Was habe ich gelernt? Mhm. Ich habe mit dem Sicherheitsdienst, ich habe eine Weile studiert, ich hab keine Ausbildung, ich habe kein Studium zu Ende gemacht. Ich habe sehr viele unterschiedliche Jobs gemacht. Ich habe eine Weile Profi-Boxen gemacht. Und halt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Profi-Boxen? Ja, also richtig. Ja. Ja. Warst du da erfolgreich? Hast du da was? Ja, also es war das, worauf ich mich konzentriert habe, die Karriere vor dem Schauspiel. Aber ich habe mich da verletzt und musste dann aufhören, weil es gerade losging. Oder? Scheiße, okay. Ja. Aber das bringt ja im Grunde, könnte das ja Vorteile auch für die Schauspielerei bringen. Ne? Dass wenn gerade solche Rollen gesucht werden oder wenn die Leute wissen, dass du das kannst, dann wäre das ja im Grunde ja ein Traum. Ein Schauspieler, der auch boxen kann, vernünftig und nicht gedoubelt werden muss oder sowas. Ne? Ja, definitiv. Da sind auch viele Parallelen einfach beim Schauspiel. Also wenn man es lernt und besser daran wird, da sind sehr, sehr viele Parallelen einfach etwas zu meistern. Mhm. Und bei meinem ersten Kurzfilm habe ich mehr versucht, also der Typ kann nicht kämpfen, weil ich mich wirklich darauf konzentrieren wollte, einen Charakter darzustellen, aber jetzt ist es schon eher wäre schon cool, was sowas Actionreicheres zu machen. Okay. Hast du denn mal versucht, an eine Schauspielschule zu kommen? Hast du dich mal beworben, um das vielleicht dann doch von der Pike aufzulernen? Nee, ich war ein bisschen zu alt, als ich angefangen habe. Ich glaube. Okay. Ich glaube, spätestens 27 und ich glaube so, wann habe ich angefangen? Ich glaube, ich habe erst mit 30, ungefähr so angefangen, so Ende 20, Anfang 30. Ich gehe halt zu Schauspielworkshops und lasse mich coachen. Mhm. Also man muss es schon lernen. Also ich gehe da nicht hin und sage, kein Problem, ich mache das schon. Aber nein, das Schauspielschule war ich nicht. Warst du nicht. Mhm.
Ist, ja klar, ich meine, wir haben da, die meisten haben Altersgrenzen. Es gibt ein paar Private, die halt dann sagen, ist uns egal. Mhm. Aber ist die Frage natürlich, ob die dann sagen, ist uns egal, weil sie das Geld verdienen wollen oder weil sie wirklich da Wert drauf legen, jemanden auszubilden. Ne? Ja, ja. Ich meine, klar, viele Seiteneinsteiger haben natürlich, klar, erstmal angefangen zu drehen und haben dann eben Workshops gemacht, sich coachen lassen und. Vielleicht ein bisschen Sprach- und Atemtechnik noch lernen. Also da kann man natürlich nie auslernen. Ne? Ja, definitiv. Und da bist du jetzt richtig dabei, dass du sagst, jetzt für dieses Jahr gehe ich das an. Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die Schauspiel-Workshops und dann lasse ich mich parallel dazu noch coachen, dann nämlich Schauspiel, also ich Netzwerke und Schauspieler kennenlerne, dann drehe ich mit denen mal eine Szene oder mache Szenenarbeit. Und halt alles, was man aufschnappen kann, was besser machen kann. Also wie beim Boxen. Also es ist besser, wenn du bei einem Trainer bist, aber du willst dich immer steigern. Es reicht nicht, immer das Gleiche zu machen. Du willst immer ja, diese Fähigkeit erweitern. Mhm. Sonst also da ist es eher kompetitiv. Beim Schauspiel ist es eher kooperativ, aber du willst, du willst besser werden. Auf jeden Fall. Okay. Und du hast gesagt, du schreibst ja auch Drehbücher. Ja. Wäre denn das auch eine Möglichkeit, vielleicht damit was zu verdienen, dass du sie halt verkaufst vielleicht auch, dass du jemanden findest, der sagt, okay, das finde ich super, das Drehbuch, das würde ich gerne verfilmen. Oder möchtest du die Sachen lieber selbst machen und es nicht aus der Hand geben? Ja, im Moment arbeite ich mehr an meinen eigenen Kurzfilmen. Mhm. Aber jetzt, wenn ich mein nächstes Ding fertig habe, werde ich mich darauf konzentrieren, einfach so ein paar langen Filme mal zu schreiben, damit ich was parat habe, damit ich mal was pitchen kann. Also vielleicht sieht ja jemand einen Kurzfilm von mir und denkt, hey, das wäre cool in einem langen Film. Ja. Und dann zufällig habe ich nämlich ein 122 Seiten Drehbuch. Ne? Also, oh, was für ein Zufall, ja. Also schon, ja, ich habe das schon so im Fokus. Okay. Kann man deine Kurzfilme denn irgendwo sehen? Sind die irgendwo online? The Game is On auf Prime Video. Ja. Eventuell lade ich das auch auf YouTube hoch, damit mehr Leute das sehen können. Okay. Was habe ich noch? Wie gesagt, das Musikvideo iDom, Trance-Zustand, könnt ihr auf YouTube finden. Und und ich drehe immer wieder mal was. Ich hab noch nicht alles veröffentlicht. Ja, okay. Wäre natürlich dann schon wichtig, wenn du sagst, jemand sieht einen Kurzfilm von dir und sagt, hey, ne? Hat der auch Langfilm oder was weiß ich. Hast du einen Trailer? Hast du einen Trailer zu Game is On zum Beispiel? Dann würden wir den dir auch mal zeigen. Ja, klar, ist auf meiner YouTube-Seite. Okay. Einfach Tim Bekonte, The Game is On, solltet ihr es finden. Ja, sonst schneiden wir den jetzt auch mal ein und zeigen euch diesen Trailer jetzt. Genau. Stell dir vor, du kommst innerhalb von 2 Stunden vom Hallo in ihr Schlafzimmer. Denn wenn du ficken willst, dann brauchst du keine schicke Kleidung, kein fettes Auto, keine teure Uhr, keinen gesellschaftlichen Status. Aber wenn es drauf ankommt, brauchst du nur eine Sache. Game. Arschloch! Alles, was ich wollte, war abends entspannt auf der Couch sitzen und mit meiner Freundin Fernsehen. Aber es wirkt fast so, als gäbe es für mich keine andere Wahl, außer andere auszunutzen oder selber ausgenutzt zu werden. Es muss etwas anderes geben als das. Yeah, yeah, yeah. Das Spiel. Wenn du alles gibst, dann bleibt nichts mehr zum Holen übrig. Wenn du alles nimmst, dann fühlst du dich selbst mit Leere. Und ich seh's direkt genau, du ragst heraus, also willkommen zu der Show. Du hast ein himmlischer Strahl und deinen wirklich geilen Arsch. Hallo, ich bin Solo, Höpp ist ein richtig geiler Tag. Hinter einem guten Mann steht immer eine gute Frau. Ich bin ein richtig heißer Typ, du bist ne ziemlich geile Sau. Ich nehm es immer sehr genau und ich kann es gar nicht lassen. Ich kann gerade nicht passen, wir könnten zusammen passen. Wir sollten zusammen was machen, komm mit. Ich entführe dich, ich werd die Lust in dir entfachen. Lange bis du müde bist, mein Game ist der Release für deinen Grab. Komm, wenn wie gut es ist, gibt es für dich einen besseren Mann, Baby, den gibt es nicht. Steh ich heute Abend auf dem Plan, ich vermute es. Gibt es da für mich etwas zu tun, Baby, dann tu ich es. Gibt es da ein besseres Programm, eine bessere Stil, eine bessere Show? Gibt es nicht, the game's on. Das Spiel.
der Trailer dazu und macht ja schon mal Lust auf mehr. Das heißt, bei Prime kann man ihn gucken, aber das kann ja auch nicht jeder machen. Also dann guck, dass du ihn hochlädst vielleicht noch bei YouTube, dass die, die jetzt den Trailer gesehen haben, dann auch den ganzen Film schauen können. Ne? Und vielleicht kannst du irgendwie noch ein PayPal dazu tun und sagen, wer dir was Gutes tun möchte, der kann was spenden für neue Projekte. Das ist ja ganz gut. Hast du denn, das fiel mir eben ein, wenn du die Drehbücher schreibst, auch immer eine Rolle für dich da drin, die du mit reinschreibst, wo du sagst, das, den würde ich gerne auch spielen in diesen Drehbüchern? Es kommt drauf an. Ich habe mehr die Story im Fokus. Mhm. Also jetzt wieder habe ich das nächste, was ich machen werde, das wird mehr Martial Arts lastiger sein. Da habe ich das schon spezifisch auf mich geschrieben. Ja. Aber in der Regel habe ich was ich kommunizieren will, wenn ich ein Drehbuch schreibe, und achte weniger auf die Charaktere. Und wenn ich dann fertig bin, dann gucke ich mir, wer darauf passt. Ah, okay. Ja, also es ist unterschiedlich. Hast du mal Kontakt aufgenommen mit dem Vidan? Nee, noch nicht. Und nicht, weil der sucht ja gerade auch wieder Martial Arts Leute und was weiß ich was, der dreht ja auch mal so Sachen. Ja. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, der hat jetzt irgendwie, das habe ich gesehen, war ja bei mir auch schon mal im Filmtalk, ja, und hatte da gerade war in Bulgarien, glaube ich, oder in Ungarn für diese Halo, für die Halo-Serie, ja, ja, und hat da was gemacht. Und macht viel, also gerade auch im Kampf. Ja, habe ich gesehen. Das war sehr cool. Also es ist sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mich für eine Sache mal beworben, glaube ich sogar mal, was er gemacht hat. Ich weiß nicht. Okay. Ich habe noch nicht zurückgehört, wie da. Wie dann? Ja, also der Timko, der kann auch einiges. Nein, ihr solltet euch auf jeden Fall mal vernetzen, weil der dreht echt viel. Gerade dann wahrscheinlich Sachen, wo du gut reinpasst. Ne? Ja, ich würde sehr gerne mit ihm zusammen. Also ich finde wirklich, das ist einer der besten Stunt-Designer. Wenn nicht der Beste in Deutschland, definitiv. Aber das ist schon Weltklasse-Niveau, was der macht. Ja, der gehört ja auch, glaube ich, zum Team Jackie Chan. Ja, genau, der, ne? Zum Jackie Chan Stunt-Team. Ja. Der hat an Shang-Chi gearbeitet, der hat an Dune gearbeitet, ja, hat sehr, sehr viele. Also, und dann kommt er immer wieder zurück und macht diese YouTube-Projekte. Ja. Also ich verfolge den schon eine Weile. Das ist, ja, das ist Wahnsinn. Also ich fand es auch toll, als er da war und wir, das war halt leider über Zoom noch, das war eben zu schlimmsten Corona-Zeiten. Okay. Da haben wir einen Zoom-Film-Talk gemacht. Ja. Da war er dabei und der Michael Hilly. Ja. Und dann noch, ich habe vergessen, wer noch dabei war, ich glaube, ein Produzent da noch oder sowas. Ne? Mhm. War auch noch, war ein cooler Talk auf jeden Fall. Könnt ihr euch auch gerne auch nochmal anschauen, ne? Dass man das ein bisschen in Verbindung bringt. Apropos passt, bist du in Deutschland geboren? Wirklich? Ja, ja. Bist in Deutschland geboren? Ja. Okay. Was sind denn deine Eltern? Sind die hier hingekommen, ausgewandert irgendwann? Genau, meine Eltern sind von Sierra Leone hier hingekommen. Und genau, und ich bin in Aachen geboren. Und ja, die haben noch, sind noch ein bisschen rumgereist halt. Okay. Aber immer hier im Umkreis geblieben. Genau. Dann, ja, ja, Aachen ist ja auch schon Ruhr und ich glaube, wie dann komme ich auch aus Aachen. Ja, ich war mit Sean in der Grundschule. Also. Ach, ja. Ja, guck mal. Siehst du, und dann Grundschule hier und dann kommen da Leute raus, die Filme machen. Ne? Das ist eine Filmemacher-Grundschule. Okay. Ja, cool. Hast du denn, jetzt kommen wir mal zum Thema Rassismus, was wir ja auch angeschnitten hatten, ne? Hast du da irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht? Auch schon als Kind, zu Grundschulzeiten oder war das da eher entspannter? Ich weiß nicht, also es ist selten, also das habe ich auch mitbekommen, aber es ist selten so krass, du Scheißneger, das habe ich erlebt, aber das erlebe ich eher selten. Das ist der Rassismus, das sind eher so Mikroaggressionen. Ja. Ja, das sind häufig, sind das Sachen, ich bin nicht im Raum, wenn der Rassismus passiert. Ja, okay. Also das sind eher so subtile und eher so passiv-aggressive Sachen. Das ist wirklich schwer zu beschreiben. Wie soll ich sagen? Oder was meinst du jetzt denn, Film oder generell? Nee, erstmal generell. Zu Film kommen wir auch noch, klar. Aber also, so generell, also Grundschule oder so war jetzt nicht irgendwie... Nee, das sind dumme Fragen halt. So, ist dein Penis auch schwarz? Nein, das ist okay. Ist weiß. Und ja, man fühlt sich halt so ein bisschen komisch, also in der Schule, also cool, ich bin einer von euch, alles cool, bis dann so diese Frage kommt und ich weiß nicht, fühlst du dich denn hier oder da mehr zu Hause oder eigentlich bist du Affen ja näher als wir weißen Menschen.
Ja, okay. Aber so ohne es zu scherzen, so, der meint das so 100% ernst. So. Also, und dann denke ich so, okay, krass. so hast du mich die ganze Zeit gesehen. Und ja, das schockiert dann. Und man fühlt sich so ein bisschen so, ne, außen, also so ausgegliedert. Aber ja, keine Ahnung. Also man bekommt es mit. Aber ich versuche da wirklich so stark zu differenzieren. Und nicht alles als rassistisch zu kategorisieren. Ja, manchmal ist dann auch dieses, weil Leute sich einfach kennenlernen und die sehen es einfach als was Fremdes. Ja. Und dann stellen die irgendwelche dämlichen Fragen wie, ich kenne auch einen Afrikaner, der heißt Tim Key. So mitten im Gespräch, so vollkommen zusammenhangslos. Also reden über das Wetter, ja. Ich kenne auch einen Deutschen, der heißt Stefan. Also, ja, das ist... Es ist schon, ist irgendwie surreal auch, ne? Ja. Ich sehe das jetzt an meiner Tochter auch zum Beispiel, die ist 5. Und Kinder sind ja neugierig. Deswegen frage ich auch, also zu Kindheitszeiten war das vielleicht ein bisschen was anderes. Weil wenn es, wenn jetzt Kinder zum ersten Mal eben mit People of Color, was weiß ich was, in Berührung kommen, sind die ja neugierig. Mhm. Ne? Warum sehen die denn anders aus? Was ist denn da? Und stellen natürlich Fragen. Ja. Aber ich denke mal, dass diese Fragen natürlich kein Rassismus sind. Ja. Weil es sind Kinder, die sind neugierig. Ne? Ist wahrscheinlich dann der Punkt, wie gehen die zu Hause damit um? Wenn die sagen, oh, in meiner Klasse, die sagen natürlich, da ist ein schwarzes Kind jetzt, ne? Wenn die nach Hause kommen. Und dann erzählst du denen, blablabla. Ne? Und also meine Tochter hat irgendwann, das fand ich total cool, dann kam so ein Gespräch aus, da hat sie so ein Bild gesehen, da sitzen zwei Kinder nebeneinander und da sagte das eine Kind, gib mir doch bitte mal die Hautfarbe als Stift. Und dann gibt ihr das schwarze Kind halt wirklich den dunkelbraun rüber. Ja. Ne? So. Und dann hat meine Tochter gesagt, ja, sagt sie, ist ja logisch. Ne? Wenn ich sage, gib mir mal die Hautfarbe, dann sollte ich vielleicht sagen, welche ich denn möchte jetzt oder was ich malen möchte oder was auch immer. Ne? Mhm. Also es ist so, es ist schwierig. Es ist schwierig eben zu gucken, was ist schon Rassismus, was ist irgendwie wie, ne? Wie kann man das unterscheiden? Ne? Also, ja, es ist schwierig zu kategorisieren, weil es auch einfach in unserer Kultur irgendwie ist. Weil damals, um Sklaverei zu rechtfertigen, wurde halt in den Medien verbreitet, das sind Untermenschen, die sind nicht so wie wir. Mhm. Und darum ist es okay, dass die für uns arbeiten als Sklaven. Ja. Und das wurde damals in den Medien verbreitet. Und es ist heute immer noch in unserem Bewusstsein, dass du, wenn du Japan denkst, dann denkst du, ja, Tradition und Karate und Kultur und Technik. Aber wenn du Afrika denkst, dann denkst du Dschungel, Zelte, Elefanten. Und daher kommt das halt. Und dann bekomme ich halt von auch so, wo ich noch jünger war, so Fragen gestellt. Und gibt es eigentlich bei euch Straßen oder lebt ihr in Zelten? Und sowas. Und es ist nicht wirklich rassistisch, weil es ist das, womit die aufgewachsen sind, weil es in unserer Kultur einfach immer noch sehr präsent ist. Und deswegen versuche ich zum Beispiel, wenn ich ein Drehbuch schreibe, einen Charakter zu schreiben, weil ich es sehr häufig mitbekomme, dass wenn ich eine Rolle angeboten bekomme, dass es die Hautfarbe ist. Ja. Und ich versuche halt, bei The Game Is On spiele ich halt einen Therapeuten, der von seiner Freundin betrogen wird. Und es kann ein Weißer spielen, es kann ein Asiater spielen, ne? Das ist vollkommen egal. Und ja, davon versuche ich mich ein bisschen wegzubewegen, um einfach zu erklären, Leute, wir sind auch Menschen, du musst mir nicht erzählen, hey, ich kenne auch jemanden, der Timki heißt. Tu doch einfach mal so, als wäre ich genauso ein Mensch wie du und führe mit mir ein ganz normales Gespräch. Dann sind wir jetzt nämlich schon beim Filmbereich auch, ne? Klar, es wäre natürlich schön, wenn es Charaktere gibt. Es gibt es ja jetzt immer öfter schon mal, dass einfach ein Charakter da steht. Und da steht halt nicht, wir suchen schwarz, weiß, grün, gelb, gepunktet, keine Ahnung was, sondern da steht, ist egal. Mhm. Ne? Meinst du, da kommen wir wirklich irgendwann mal hin, dass eben da wirklich immer mehr Rollen sind und wird gesagt, okay, wir machen Casting und es darf sich jeder bewerben, weil es eigentlich egal ist, wie du aussiehst, Hauptsache du passt in diese Rolle. Mir ist aufgefallen, dass es sich wirklich sehr verbessert habe. Wirklich. Yeah. Also wenn ich mir heute Rollenangebote, also da steht natürlich immer noch, wir suchen einen Dunkelhäutigen oder wir suchen einen, was auch immer. Aber ja, mir ist schon eine krasse Verbesserung aufgefallen, so in den letzten Jahren, wo ich vorher, okay, das ist ein
Klo, wir suchen einen Klomann oder sowas. Oder wir suchen das war so eine ganz bescheuerte Sache. Der ist, das ist ein Paar, die kriegen ein Kind, aber das Kind ist schwarz. Und die Freundin hatte eigentlich einen schwarzen Freund. Und es ist, ja, keine Ahnung, kann man machen. Aber jetzt die Rollen, die ich angeboten bekomme, das ist eher so ein Anwalt oder ein Polizist oder was auch immer, Student oder sowas. Das, also ich merke es immer mehr, dass sich das wirklich sehr stark verändert. Okay, also dass sich wirklich unsere Kultur oder die Menschen, die hier leben, auch dann widerspiegeln im Grunde in den Sachen. Ich finde, es macht doch mal einen Unterschied, ob es eben eine Geschichte ist, die in der Großstadt spielt oder eine Geschichte ist, die auf dem Land auch spielt. Mhm. Ne? Ich meine, klar, Düsseldorf jetzt auch speziell ist sehr Multikulti. Ja, ich glaube, wir haben ja einen Ausländeranteil von ca. 30%, aber eben jetzt keine Brennpunkte oder sowas, dass man jetzt sagt, sondern es ist bunt durchmischt und es ist eigentlich auch vollkommen egal, wie du aussiehst, wer du bist, es ist einfach, ne, du bist ein Mensch. Ja. Und ob wir da wirklich hinkommen, ich weiß es nicht, in den Köpfen ist das irgendwie immer schon noch verankert. Ich meine, man kann ja jetzt auch sagen, Timko ist also auch bei mir in der Agentur, ne, in den Artisto Talents, und es kam, letztes Jahr kamen ja echt viele Anfragen für dich. Auch wirklich hier klassisches Fernsehen, also auch ein Traumschiff oder eben solche Sachen. Aber eben, da waren es tatsächlich diese speziellen Anfragen, ne? Dass sie sagen, wir suchen jemand Dunkelhäutiges, ne? Für bestimmte Rollen. Das war jetzt nicht, wir brauchen einen Fahrgast. Ne? Sondern war halt natürlich schon auf den Punkt. Jetzt ist die Frage, das hat sich ja auch ein bisschen geändert, oder es ist ja vermehrt die Anfragen jetzt eben nach People of Color in verschiedensten Rollen, weil es jetzt, würde ich sagen, es ist jetzt auch gerade Mode, dass man einfach sagt, ja, wir setzen jetzt überall alles ein, damit wir unser Gewissen befriedigen können oder sowas. Ich weiß es nicht, wie siehst du das? Ja, beides eigentlich. Also es war auch interessant, dass du gesagt hast, dass es darauf ankommt, das Spiel ist in der Großstadt, das Spiel ist in einem Dorf, weil es ist nun mal, ich denke, man ist auch wichtig, einfach realistisch zu sein, dass da bestimmte Spannungen sind, dass da einfach Unterschiede sind in der Kultur, und also es kommt darauf an, was mit dem Film dargestellt wird. Also für mich ist persönlich wichtig, dass wenn ich kann nicht anders als Repräsentant für meine Kultur dastehen, einfach nur aufgrund meiner Hautfarbe. Das ist keine Wahl, das ist einfach, es ist einfach so, wenn ich irgendwo in einem Raum stehe, dann ist es halt der Schwarze oder so, so wie Sean in der Grundschule, der Asiate war, weil ich halt der Schwarze. Ja. Dadurch, dass dass jetzt mehr Rollen angeboten werden, wir wollen People of Color, achte ich halt noch auch eher darauf, dass ich was spiele, wo es wirklich ein Charakter ist. Und ich glaube, desto mehr People of Color halt diese Rollen annehmen, desto mehr geht das auch in unser Unterbewusstsein. Also Leute unterschätzen, wie stark wir von Medien beeinflusst werden. Aber wenn man einen schwarzen Anwalt, einen schwarzen Richter, einen schwarzen Polizisten oder was auch immer, einen schwarzen Arzt sieht, dann ist es auch, das ist vollkommen normal. Weil ich es jetzt gesehen habe, so wie unsere Vorstellung von der Welt sehr viel beeinflusst ist von, oh, das ist ein Chinese, wahrscheinlich ist er gut in Mathe und kann Kung Fu oder sowas. Es klingt bescheuert, aber das beeinflusst schon so. Und deswegen achte ich selber darauf, dass ich diese Charaktere auch verkörpere, unabhängig von meiner Hautfarbe, aber trotzdem mir bewusst bin, ich habe halt diese Hautfarbe, und ich achte wirklich darauf, was ich präsentiere, weil sehr viele Leute sehen es, wenn es im Fernsehen kommt. Richtig, klar. Da gibt es ja ein gutes Beispiel, das ist jetzt der Jerry Quarteng, der ja jetzt bei Rote Rosen eine Hauptrolle hat, auch schon länger jetzt. Ne? Er spielt einen Arzt dort. Ja. Und das ist natürlich auch die Frage, ist er jetzt besetzt worden, eben um die Quote zu erfüllen oder eben weil es egal war? Das ist halt immer. Aber wäre dir das jetzt für deine Schauspielkarriere, um sie voranzubringen, egal erstmal, ob du jetzt so einfach nur eine Quote erfüllen sollst und deswegen irgendwo mitspielen darfst oder ob es schon eine Charakterrolle ist? Es kommt auf eine, also auch wenn die Intention ist, wir wollen nicht wie Nazis aussehen, lass uns diesen Schwarzen, aber ich spiele ja nicht, ich gehe ja nicht hin und ich spiele einen schwarzen Arzt. Ich gehe hin und ich spiele einen Arzt. Und ich spiele diesen Charakter. Also mir wäre es wirklich egal, was jetzt der Hintergedanke ist, wenn das eine interessante Rolle ist, und das ein cooles Programm ist einfach, dann ist mir wirklich egal. Also wie gesagt, ich achte mehr darauf, wie ich
mich auch präsentiere. Mhm. Einfach und ob das, also mir ist wichtig, dass es respektvoll ist einfach. Mhm. Okay. Hast du denn im Filmbereich dann schon mal Rassismus erlebt? Bei Dreharbeiten oder irgendwas? Oder das tatsächlich eher nicht? Nee, das war nur so indirekt so diese Rollenangebote mit den. Kannst du vielleicht auch einen Akzent machen? Also so ganz, ganz so subtile. Aber wie gesagt, ich differenziere. Das ist es gibt so diesen feindseligen Rassismus, diesen positiven Rassismus. Aber ansonsten sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Vor allem bei Studentendrehs, ich habe auch manche Kurzfilme oder sowas gemacht. Die sind politisch korrekter als ich. Ich hab einmal bei einem Musikvideo brauchten wir so ein Body-Double und dann hatten wir aber halt, ich war der einzige Schwarze am Set und einer haben wir den halt so angemalt und den so im Profil geschossen. Okay. Und dem war das so unangenehm, so chill. So, ist okay, so, das ist Blackface, aber das ist sein Mittel. Ne, aber ich bekomme es wirklich sehr, sehr selten mit, vor allem mit so Studentendrehs, die sind immer so sehr korrekt. Okay. Das ist halt auch die Frage, wie du reagierst, wie du es siehst. Es gibt ja Menschen, die da wirklich viel, nicht aggressiver, sondern empfindlicher reagieren. Mhm. Ne? Man muss sich natürlich auch umstellen. Man hat, was weiß ich, im Laufe der Jahre hat man halt Begriffe benutzt, die man nicht mehr benutzen darf, jetzt heutzutage. Ne? Ja. Und da regen sich dann auch Menschen drüber auf, dass man diese Begriffe nicht mehr benutzen darf, obwohl sie sie vielleicht gar nicht böse meinen. Mhm. Das ist halt auch die Frage, wo findet man da einen guten Weg? Ne? Also ich glaube, wenn man einfach davon ausgeht, ich rede jetzt mit einem Menschen, weil ich werde auch häufig, wie soll ich dich eigentlich nennen? Braun, schwarz, maximal pigmentiert, ich nehme mich nicht maximal pigmentiert, dann nehme ich lieber Neger, weil das ist der politisch korrekte Ausdruck. Aber wenn ich davon ausgehe, dass du so ein Mensch bist wie ich, dann muss ich das nicht fragen. Dann nenne ich dich Stefan und du nennst mich Timko. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo Leute hinkommen müssen. Dass die einfach, ich hab keinen Alien vor mir, sondern ich habe einfach so jemanden vor mir, der so ist wie ich. Fair enough, so andere Kultur, andere, wie heißt es? Wurde vielleicht anders von den Eltern erzogen, weil er noch die Kultur oder ich finde das Wort nicht. Ja, die Kultur ist halt einfach anders. Aber du hast Mama und Papa, du hast rotes Blut, das sind einfach so viele Ähnlichkeiten. Mhm. Und wenn man sich einfach auf diese Ähnlichkeiten konzentriert, dann ist es, glaube ich, dieses Zusammensein ist einfach viel leichter, als dass man sich vorstellt, oh, mich machen Leute nervös, die nervös sind, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Yeah. Weil die versuchen, sich politisch korrekt auszudrücken. Weil dann merke ich einfach, okay, diese Person ist nicht viel unter Schwarze und ich spüre diese Nervosität. So. Yeah. Ich habe dann auch keine Lust, großartig mit denen zu reden. Weil die mich so anschauen, als käme ich von einem anderen Planeten oder sowas. Was ich meine? Und ja, worauf wollte ich hinaus? ich glaube, es ist einfach leichter, wenn man einfach versteht, dass man einen Menschen vor sich hat. Ja, ist dieser Klassiker, ne? wenn man fragt, wo du herkommst. Ne? Das ist ja dieser Klassiker, ne? Wo man immer sagt, ja. Aus Aachen. Also, oder was aber auch immer. Wo kommst du wirklich her? Ja, genau, das so. Ja. Ich meine, deswegen, ich habe auch am Anfang überlegt, was frage ich jetzt? Ich frage dich einfach, wo du geboren bist, erstmal. Ne? Ja. Dann wissen schon mal alle, alles klar. Ne? Ja. Weil das ist ja wichtig. Wenn du jetzt, ne, ob du jetzt wirklich irgendwo im Ausland geboren wurdest oder hier, ich meine, ist natürlich im Grunde auch egal, eigentlich. Ja. Ja? Aber es gab mal einen. Schwarzen, ja. Fußballspieler hier im Rheinland, bei Köln und bei Fortuna Düsseldorf. Anthony Yeboah. Der war auch Model und was weiß ich was. Und der wurde halt, der hat so bei jedem Spiel, ne, haben die Bananen geworfen und haben Affenlaute gemacht und was weiß ich was.
Dann hat er sich immer dahingestellt und hat gesagt, solange ich besser Deutsch spreche als die, die mich da beleidigen, ist mir das scheißegal. Das ist cool. Ja, das war eine coole Einstellung auf jeden Fall. Und dann habe ich auch gedacht so, ja, cool, stimmt. Und meistens sind es ja doch irgendwelche Assis oder keine Ahnung was, die einfach nur provozieren wollen. Ja, schwierig. Hast du denn mal irgendwelche schlimmeren Sachen erlebt? Jetzt nicht im Filmbereich, sondern tatsächlich allgemein irgendwo. Weiß ich nicht, hast du diese typischen Sachen, dass du irgendwo nicht in den Club reinkommst oder dass du, wenn du auf der Straße gehst, dass schon mal jemand die Straßenseite wechselt oder dass alle denken, dass du Drogen dabei hast oder was weiß ich, was für Klischees? Ja, alles eigentlich. Alles? So nicht in den Club reinkommst, ja, keine, mit irgendeinem. Aber es sagt nie jemand Neger oder so. Ja. Ich habe es mal erlebt, dass so Leute Steine auf mich geworfen haben und so, scheiß Neger, verpiss dich mal hier. Es ist selten. Aber es ist mehr so im, oder ich sitze im Bus und vor mir sitzt so ein Mann und draußen läuft so ein Rastafari vorbei. Mhm. Da die laufen rum wie die Affen, scheiß Neger. Und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ja. Ich habe irgendwas klug scheißerisches zu dem gesagt. Mhm. Dreht sich dann so um, so. Hat die ganze Fahrt sein Maul gehalten. Ich glaube, okay. Der ist auch eine halbe Stunde früher ausgestiegen, als er eigentlich musste. Aber es ist mehr so in den Schatten. So. Ich habe das nicht wie dieser Fußballer so krass, habe ich das. Also ich habe es erlebt, aber ich habe es eher selten erlebt. So. Ja, okay. Also wie gesagt, es sind mehr so. Ja, oder ich wurde auch sehr, sehr häufig von der Polizei aufgehalten. So, warum kontrollieren Sie mich jetzt? Ja, weil. Sie sehen aus wie ein Verdächtiger oder so. Haben wir so einen Scheiß oder so. Meine Hautfarbe ist verdächtig. Ja, ja, ist klar. Oder mein Bruder ist auf dem Weg nach Hause, dann kommt die Polizei, hält ihn an, was machen Sie hier? Ich wohne hier. Nein, tun Sie nicht. Und dann nehmen die den fest und fahren ihn ans andere Ende der Stadt zum Asylantenheim und lassen ihn, jetzt geh nach Hause, Neger. Und steigen wieder ein und fahren dann. Nicht dein Ernst, ja? Okay. Aber ich habe es mehr subtil mitbekommen, dass du dieses du hast dich hier zu benehmen und du bist hier zu Gast, aber es wird nicht laut ausgesprochen, das ist mehr so eine Einstellung, also deswegen ist es so wirklich schwer zu, aber ich kriege es schon mit, wenn es da ist, aber wenn ich es dann ausspreche, dann so, was, das bildest du dir alles ein, das stellst du dir nur vor. Nee, du bist darauf eingestellt, dass jeder Deutsche hat eine schlechte Einstellung. So. Aber deswegen finde ich es sehr wichtig zu differenzieren, weil wenn es passiert, dann sollte man schon dagegen vorgehen und dagegen was machen und sich auch aussprechen. Ja gut, ich meine, wenn sogar die Polizei so reagiert, dann muss ein Umdenken, glaube ich, in der gesamten Gesellschaft passieren. Ne? Also das geht ja gar nicht. Also das ist ja schon, ne? Hier, da ist dein Zuhause. Ja, tschüss. Hör mal, ist ja übel. Also wir lachen immer noch, weil das so krass ist. Ja, weißt du? Der hat was gemacht. Ja. Aber ja. Na gut, wenn du wieder darüber lachen kannst, ist eigentlich ganz cool, aber ich meine, ist schon scheiße. Ich meine, aber irgendwelche Sachen, die dir körperlich gefährlich wurden oder so dadurch, da war nichts, oder? Ist ja irgendwas? Nee, wenig. Nicht. Mhm, okay. Ich habe mal ein paar Boxkämpfe verloren, weil das ein rassistisches Punktrichter war. Also man hat so sehr stark gemerkt, dass der Punktrichter, ich dachte erst nur der Ringrichter war gegen mich, aber die Punktrichter waren auch gegen mich, weil ich wurde nicht einmal getroffen. Ja. Und ich habe den Gegner halt vorgeführt und die haben das, glaube ich, als der will uns provozieren oder der zieht dir seine Negershow ab oder sowas. Und dann habe ich den Kampf verloren. Trainer, ich wurde nicht getroffen, warum habe ich verloren? Und dann, es kommt mir vor, aber ich habe es lang nicht mehr auf so eine krasse Art und Weise erlebt. Okay. Aber es ist nicht so, dass es überhaupt nicht existiert. Mhm. Ja, zum Glück. Ne? Wir können ja nur hoffen, dass sich da wirklich das ein Umdenken passiert. Also in allen Bereichen, natürlich auch gerade im Filmbereich. Und ich denke mal, wenn du dir auch Sachen auf den Leib schreibst oder eben immer mehr tatsächlich normale Charakterrollen eben besetzt werden mit dem passenden Schauspieler, egal wie er aussieht, das wäre, glaube ich, auch schon mal ein guter Weg.
Ja, definitiv. Ja, das kann man nur hoffen. Also ihr, die ihr da draußen zuhört, Produzenten, Regisseure, was weiß ich was, schreibt mal ein bisschen anders. Ne? Schreibt mal so, dass eben wirklich egal ist, wer die Rolle spielt. Das hatten wir jetzt tatsächlich auch schon mal, dass eben, da wurde eine Rolle ausgeschrieben, da hieß es hier kaukasisches Aussehen, aber die gesamte Beschreibung war so, das muss kein Kaukasier sein, und dann hat sich eine Asiatin drauf beworben und hat es gekriegt. Ja. Ne? Obwohl es nicht verlangt war. Aber wahrscheinlich hat der Kunde dann gesehen, ach, die passt eigentlich total super, und dann das, was wir darstellen wollen. Aber ob man es immer so machen kann, ist halt auch die Frage. Sonst hast du Caster vielleicht da sitzen, die dann sagen, was bewirbt der sich denn auf so eine Rolle, die wir nicht suchen? Ja. Wenn du das dann dreimal machst, bist du auf der schwarzen Liste oder so. Ne? Keine Ahnung. Das ist was ich gerade lerne. Ich war manchmal, ich weiß nicht, arrogant oder einfach so müde oder so faul, wenn du mir eine Rolle angeboten hast. Und ich so, das passt nicht zu mir. Ich habe ein Sixpack und das ist aber ein, das steht, das hat einen dicken Bauch, das stimmt aber nicht. Und bewerf dich doch einfach, weil vielleicht haben die das schon geändert oder vielleicht bist du in dem E-Cast so gut, dass die denken, hey, nee, der passt besser oder so. Mhm. Ja, stimmt schon. Also, ich glaube, dass. Also ich habe teilweise einfach gesehen, wenn jemand was geschrieben hat, wenn das wenn das kein, auch wenn das jetzt ein dunkelhäutiger Charakter ist, aber der Autor ist halt weiß und der schreibt nicht kein Mensch, sondern er schreibt, wie er sich vorstellt, wie ein dunkelhäutiger sich verhalten würde. Mhm. Und die Rollen mag ich nicht, das ist dann so ein bisschen bescheuert. Aber bei zum Beispiel hier der Schauspieler Michael B. Jordan, der hat auch bei, wie hieß der Film, mit Dane DeHaan, und es war irgendwie so ein Superheldenfilm, die haben denen eine Rolle angeboten, und der hat genau das gesehen, der hat halt diesen schwarzen Charakter und hatte, nee, ich will lieber David spielen oder so, und hat halt die andere Rolle bekommen, und hat halt einen normalen Menschen gespielt und nicht ein, hey, yo, man, und ja, das finde ich ziemlich cool, ne? aber wie gesagt, wenn jetzt, was war das bei Rote Rosen, dieser Schauspieler, der diesen Arzt spielt, ob der Gedanke jetzt war, wir wollen eine Quote erfüllen, oder ob der Gedanke war, der passt auf diese Rolle, das macht ja keinen Unterschied, wenn der den Charakter gut verkörpert. Mhm. Und das wird dann wiederum dahin führen, dass man, hey, jeder kann diese Rolle spielen. Mhm. Also beziehungsweise das, was er als Nächstes spielen würde, hey, das da drin war er besonders gut. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig auch für, wie gesagt, ich sehe da auch eine gewisse Verantwortung, die ich habe, einfach gut zu sein und zu überzeugen und einfach zu zeigen, dass ich es kann, dass ich unterschiedliche Dinge kann. Deswegen konzentriere ich mich auch sehr viel, gerade meine Drehbücher auf mich, also meine Rollen auf mich zuzuschneiden. Mhm. Das war eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Also, dass wir hoffen, dass sich das ein bisschen ändert, dass gute, schöne Rollen für dich kommen, auch für die Zukunft, wenn du dich jetzt auch schön anstrengst, schön Coaching machst und alles, dass er besetzt wird, dass er angefragt wird und in verschiedensten Rollen, Farben, kann man so schön sagen, Rollenfarben, jetzt nicht Hautfarben, sondern Rollenfarben, dass man alles spielen kann, was irgendwie möglich ist. Finde ich super. Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass da coole Sachen kommen. Und wie gesagt, besetzen, der Mann kann auch boxen. Und nicht nur das. Das war keine Drohung. Nein. Genau. Besetz mich oder sonst. Genau, besetz mich oder sonst gibt es Schläge hier. Ne? Das ist klar. Nein, ich danke dir, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und wie gesagt, wir beobachten dich so ein bisschen natürlich, was so passiert, wie es weitergeht. Und gute Rollen, gute Drehs, gute Geschichten und viel Erfolg. Danke dir. Danke.